Okay, God of War EX gibt es jetzt nun wirklich schon lange. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich in der ganzen Zeit noch nicht ein God of War Deck vorgestellt. Machen wir das also heute mal. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich God of War so als Spielkarte nicht unbedingt mag. Das heißt aber nicht, dass ich es euch nicht zeigen möchte. Gucken wir uns mal ein bisschen an, was ich hier so zusammengestellt habe. Wir haben ja einmal Gardevoir EX natürlich, dann das Phase 2 Pokémon KP 310 Psycho-Pokémon mit der Psycho-Umarmung als Fähigkeit. Für die, die es noch nicht kennen, beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Basis-Psycho-Energiekarte aus deinem Ablagestapel an eins deiner Psycho-Pokémon anlegen. Wenn du auf diese Weise Energie an einem Pokémon angelegt hast, lege zwei Schadensmarken auf jenes Pokémon. Du kannst diese Fähigkeit nicht bei einem Pokémon einsetzen, das kampfunfähig würde. Auch eine schöner Satz, ne? Naja, dann hat es noch den Angriff für Wunderkraft. Dieses Pokémon erholt sich von einem speziellen Zustand, 190 Schaden. Kann man auch bei dem einsetzen, aber es gibt andere Attacker, für die ist das Ganze hier wichtiger. Einmal haben wir hier einen Brüllschweif. Da geht es um das tosende Gebrüll. Diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners für jede Schadensmarke auf dem Pokémon 20 Schadenspunkte zu. Kannst da halt vier Schadensmarken, also vier Energien theoretisch anlegen. Dann hat er 80 KP Schaden bekommen und macht also 160 Schaden. Dann gibt es auch das gute Driftlon als Basis, Ballexplosion. Diese Attacke fügt für jede Schadensmarke auf diesem Pokémon 30 Schadenspunkte zu. Das heißt, wenn du da insgesamt 6 Schadensmarken hast, also insgesamt 60 Schaden, dann sind das 180 Schaden. Wichtiger Punkt ist übrigens auch beide Single-Prizer. Dann haben wir hier noch ein bisschen, um die Gegner was zu blocken. Hier einmal Mlosszun zu blocken mit dem Flatterhaar. Hier haben wir was, um EX und V zu blocken mit dem Mimikma. Natürlich haben wir noch eine Ziehmechanik mit Kirlia, mit der Finesse, dass du eine Karte aus der Hand ablegen musst, um die Fähigkeit einzusetzen. Danach darfst du dann zwei Karten ziehen. Und auch hier die andere Entwicklung aus Kilia ist Galadladi mit dem Kumpelfang, womit man sich dann eine Unterstützerkarte raus und auf die Hand nehmen kann. Was zum Beispiel extrem wichtig ist, um sich den einzelnen Boss, der hier drin ist, zu holen. Wir haben hier einen Heldenumhang. Und der ist dafür da, dass die Single-Prizer ein bisschen besser aushalten, genauso wie der luxuriöse Umhang, bei dem genau das gleiche. Dann haben wir noch ein bisschen Psychoenergie drin, auch noch Nestball. Also ihr seht schon, die ganze Deckliste ist sowieso in der Beschreibung. Wir haben auch mehrere Superangeln, um die Single Prizer wieder reinzuholen ins Deck. Und ich denke, wir gehen einfach mal ins Spiel und schauen uns das Ganze mal an. Mal gucken, was mein Gegner Schönes wird. Mal gucken natürlich auch, was er generell spielt. Ich glaube, es ist okay, dass ich hier Erster bin. Ich glaube, das ist gut, ja. Genau, dann bin ich auch der Erste, der entwickeln kann. Das ist natürlich keine schöne Starthand. Also hätten wir ein Basis-Pokémon, wäre es eine coole Starthand. So aber nicht. Und sogar zwei Neustarts, was natürlich auch nicht so cool ist. Ich glaube, ich will das Jirachi vorne haben. Und damit das, falls er angreift, nicht meinen Trassler besiegt, denn wir brauchen ja das Kilia. Wir haben ja auch dicke Freunde, Knusp, ist auch wichtig. Da haben wir ein Flatterhaar, das ist jetzt für uns nicht ganz so wild als Problem. Dicke Freunde, Knusp, da werden wir jetzt einmal ein weiteres Trassler und ein Driftlorn holen als Attacker. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie spielen wir es? Eine Enigmara. Tja, ich weiß wirklich absolut nicht, was er spielt. Kriegt er es hin, nächste Runde das Jirachi zu besiegen? Wenn ja, ist es aber auch nicht wild, wenn wir die anlegen. Das ist okay. Machen wir mal so. Wir spielen eh nächste Runde Enigmara. Gucken mal, was dabei rumkommt. Aber jetzt werden wir erstmal sehen, um was es sich genau für ein Deck handelt. Nein, werden wir doch nicht sehen. Das Strahlende ist auch offene Kampfenergie. Ein Pokécom. Nichts gezogen. Noch ein Pokécom. Professor Antikas Vitalität. Donnersichel. Obwohl, da ist ein Kampf mit dabei. Dann ist es vielleicht ein Single Prize. Genau, Vergangenheitsdeck. Genau, mit der Kampfenergie. Dann ist es nämlich hier das Koraidon. Urzeitlicher Niederprügler. Konterfänger hat er abgelegt, um da zwei Energien zu haben. Tja, und wir müssten natürlich anfangen.
nächste Runde schon irgendwie sein Koraidon da zu besiegen. Donnertrommel, drei Karten nochmal ziehen, dann nochmal Nestball. Da ist die Donnersichel. Ja. Also wir haben hier ein Single Prize Vergangenheitsdeck, ganz klar. Und der hat sich auch schon sehr, sehr gut hier durch seine Karten durchgespielt. Boah. Und jetzt kriegt er sogar, glaube ich, das noch hin, ne, dass er mich die Runde besiegt. Ja. Das sollte, glaube ich, reichen. 120 Damage. Meine Güte, ist das schnell? Ist das schwer? Ich glaube, Triftlon, der darf noch nicht da liegen. Das wäre nicht gut. Aber ich glaube, ich spiele das Kilia. Und dann erstmal Enigmara. So. Können wir noch einen Trassler holen. Und dann... legen wir mal eine Karte ab. 2 zu ziehen. Und dann legen wir nochmal eine Karte ab, um nochmal 2 zu ziehen. Und dann können wir nächste Runde das Gardevoir spielen. Aber das Ding ist, er hat dann schon 2 Preiskarten beim ersten Turn geholt. Und ich hole dann, und vor allem, ich hole nur ein Return Kill, ne? Ja. Nicht so cool, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Spiele auch. Soll jetzt natürlich keine Ausrede sein, klingt aber automatisch so, wenn ich das halt jetzt so sage. Ich spiele nie Gardevoir. ich glaube, ich habe wirklich mit dem Deck auch nur ein, zwei Runden vorher gespielt. Aber das ist mal, dass man halt eine grundlegende Idee, wie man ein Gardevoir spielen kann, mal so bekommt. Pokécom, Ödengefäß, da wird ein Donnersicher abgelegt. Guck mal, das ist nämlich zum Beispiel auch eine gar keine schlechte Idee. So. Ach komm. Aber er hat das jetzt auch nicht weiter da welche gekriegt. Hat er jetzt nicht 4 Stück gespielt? Ja. Er hat jetzt 4 Pokécoms gespielt. Energiekapsel aus der Vergangenheit. Und jetzt prügelt er es nieder. Gut, aber dann fangen wir jetzt auch an, nieder zu prügeln, ne? Aber der sollte doch reichen, ne? Achso, der ist ja, um ein Pokémon zu besiegen, dann machen wir erstmal den so. Gut, dann Kilia. Dann können wir Karten ziehen, denn das Mimikma werden wir nicht brauchen. Ja. Können wir, glaube ich, sogar ein weiteres ablegen. Und dann können wir 2 Psycho ablegen und uns mal das holen. Damit können wir dann zum Beispiel auch nächste Runde dann noch einen Boss holen. Eigentlich brauchen wir auch eine Superangel. Das ist ein Konterfänger. Aber den brauchen wir jetzt tatsächlich gerade eigentlich nicht. Wir holen mal eine Superangel. Und einen Heldenmantel. Brauche ich den Heldenmantel an ihm? Nö, ne? Brauchen wir so. Gardevoir. Booms.
Bums. Bums. Und unten den brauchen wir auch den Schaden noch nicht geben. Hundertachtzig, let's go. Ja, wir hängen ein bisschen hinterher, ne? Muss ich zugeben. Ein bisschen hängen wir hinterher. Mit dem Donnersichel wird er wahrscheinlich, er wird ja auf jeden Fall genug eine, also Schaden machen, weil ich meinen ja selber auch Schaden gebe. Frage ist, wie gut bekommt er sein zweites Donnersichel da unten vorbereitet? Ein Riesenzahn hat er mit drin. Das ist ja witzig. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ah. Und da ist der Nirgendwo-Sauger für den Heldenmantel. Das ist bitter. Aber er kriegt keinen. Er kriegt kein. Ich bin überlegen, ob wir es hinkriegen, den jetzt in diese Runde zu besiegen. Wir können uns doch damit einen Pepper holen. Und mit dem Pepper haben wir, glaube ich, einen Bravery Charm drin, wenn mich das nicht täuscht. Also ein tapferes Amulett. Und mit dem tapferen Amulett könnten wir den ein bisschen pushen. Ah ne, aber wir haben den luxuriösen Mantel. Das haben wir. Ja, und das ist tatsächlich dann ziemlich wichtig. Weil jetzt können wir nämlich dem. Warte mal, wie viel Energie haben wir denn hier noch? Nur eine, witzigerweise. Aber wir brauchen auch nur eine. Wir brauchen nur eine. Booms. Das reicht. Aber wir sind jetzt auch gerade erstmal bei den Preiskarten da, wo er halt auch ist. Das heißt, je nachdem, was er jetzt getopdeckt hat, klar. Klar, der Energie. Klar hat er das, was er braucht. Aber er hat ja davor auch die Runde hier den anderen Ruf gespielt, ne? Und jetzt kriegt er natürlich noch die Energie, die er braucht. Das ist auch bitter. Und damit wird er den leider besiegen und zwei Preiskarten ziehen. Das ist wirklich übel für uns schon wieder. Aber dann müssen wir danach eine Enigmara machen. Alter, 450. 440. Wir haben natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, wir haben Dunkelschwäche. Das ist auch ziemlich uncool. Mal gucken, wir könnten das trotzdem noch schaffen. Wir geben den erstmal da 3. 1. Damit wir den besiegen. 2. 3. So. Wir spielen das Pokémon Hauptquartier, das brauchen wir auf jeden Fall. Und ich bin so gewillt, Enigmara zu spielen, ne? Damit er nur zwei Karten hat. Was legen wir ab? Ich glaube, den Sonderbonbon können wir ablegen. Machen wir gar nicht.
schön vorne super angeln. Ja, wir holen vorher was rein, ne? Den brauchen wir wieder. Und zwei, so. Und dann Enigmara. Okay. So, von allen Sachen gar nicht das, was wir brauchen. Aber wir holen uns mal einen Boss. Und jetzt können wir mit der Explosion das machen. Die Frage ist, hat er jetzt hier Sardas auf der Hand, um seinen Angriff da zu machen? Er braucht nämlich einen Angriff, also er braucht eine Energie mehr, um seinen Angriff zu machen. Ja, okay, er kriegt Energien. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat. Aber gut, er kann noch Karten ziehen, ja. Och, come on! Ja, okay, dann zieh halt perfekt. Meine Güte. Dann zieh halt perfekt. Was soll ich... Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Meine Güte, ey. Wir holen uns ein Enigmara. Ich glaube, eins haben wir noch, ne? Ja. Oh Mann, ey. Oh, Psychoenergie, das ist auch nicht schlecht. Und damit können wir eigentlich auch noch Driftlon holen. So, und dann... Also ist ja kein Basis-Pokémon. Hupsi. Geben wir dem eine. Und dann... haben wir, glaube ich, eh verloren, weil er unten wahrscheinlich sein... ja, sein Donnersichel dann macht. Ja, guck mal, Konterfänge. Mal gucken. So. Hast du jetzt wirklich zwei kriegst du es jetzt wirklich hin, zwei Dunkelenergien ranzulegen? Hast du einen Sardas und eine Dunkelenergie? Eins. Zwei. Wo sind deine ganzen Sardas? Da ist natürlich eine. Ach, Alter, wenn er jetzt. Ey, ne? Ach, Leute. Also wirklich. Also auf einer Skala von 6 bis 13 habe ich halt eine 15, was Pech angeht. Oder eher halt eine 15, was Glück angeht. Come on. Ich habe wirklich alles gegeben. Und wenn du dann noch gegen Schwäche spielst. Ah, Mann, ey. Es gibt einen Grund, warum ich mit manchen Decks wahrscheinlich einfach kein gutes Gefühl habe. Aber wir gehen trotzdem mal in die nächste Runde. Das ist eine süße Münze. Er hat Zahl gewählt. Ich glaube, ich möchte nicht Erster sein, weil wir tatsächlich doch die Schubenergie haben. Ich weiß, letzte Runde habe ich was anderes gesagt, aber wenn wir tatsächlich an einen Pepper kommen, dann können wir über die Schubenergie gehen. Oder halt eben auch nicht, weil wir keinen Pepper haben. Aber naja, hätte ja sein können. Dodri. Mhm. Wir können... eine nachziehen. Oh. Die brauchen wir doch jetzt noch nicht. Vielleicht ziehen wir doch einen Pepper. Ich weiß es nicht. Manchmal ist das Glück, manchmal nicht. Kevin muss sagen, dass ich die Beta-Karten hier eigentlich ganz cool finde. Er hat mir den Turn gegeben. Ja. So. So. Was Driftlon nehmen, ne? Ich glaube, er kann keine Schadensmarken legen mit dem Deck.
Dann so. Machen wir es so. Ja. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit Kirdia denn schönes ziehen nächste Runde. Wie gesagt, ich hatte ja gehofft, dass wir über einen Pepper, den wir viermal drin haben, und dann über die Schubenergie schon entwickeln, aber nö. So nicht. Und jetzt haben wir noch einen Enigmara. Mal gucken, ob wir wenigstens ein Kilia bekommen. Nope. Das auch interessant. Ja gut, er gibt ihm schon mal ein bisschen Schaden. Mhm. Ja, das ist ja für mich natürlich jetzt hier. Also mit der Hand, das Enigmara war natürlich perfekt. Da ist hier nichts, was ich jetzt gerade machen kann. Ach Gott, das ist ein Zoroark-Deck. Die werden auch noch gespielt, ja? Ja. Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht bei der Faust da, ob der auch, ob das Manaphy vielleicht nicht sinnvoller gewesen wäre. Maybe. Deswegen behalten wir das mal. Naja, wir spielen erstmal so hier. Wir spielen erstmal drumherum mit dem Enigma und dann gucken wir mal, was er da macht. Ich meine, er kann übers Dodri gehen, ne? Aber erstmal braucht er dann eine Energie. Und wir müssen schleunigst an eins der Kirdias rankommen. Ein Mew. Das ist natürlich auch perfekt. Achso, okay, er legt das Mew ab. Für ein Dodri. Was hast du denn noch auf der Hand? Ja, das Faust da. Interessant. Ah, Phantomstern. Stimmt, die Faust da habe ich auch vergessen. Sieben Karten ziehen. Die sagt für jedes deinen Pokémon auf der. Genau. Okay. Macht also nichts mit Pokémon auf der Bank. Ist also nicht schlimm, dass das Mana für nicht liegt. Aber das ist natürlich auch übel. Macht jetzt 150 Schaden. Und er zieht natürlich ohne Ende Karten hier. Aber er braucht noch eine Energie. Damit überhaupt mit Dodir angreifen kann, ne? Eine schön einfache Kombi hier. So, jetzt macht sein Ding einfach schon 250 Schaden. Das ist tatsächlich gut für mich. Aber ich habe nichts gezogen, was ich brauche. Ach doch, ich erzähle totalen Quatsch. Das sind zwei Kilias. Sorry. Ach so. Ja, ich konnte halt auch noch nichts entwickeln hier.
erstmal den ab. Okay. Dann spielen wir erstmal Enigmara. Noch eine Kirlia. Dann legen wir mal noch einen ab. Ach so, jetzt haben wir sogar 4 Kelias, auch nicht schlecht, ne? Aber Flatterhaar brauchen wir auch nicht, ne? Auch wegschmeißen. Da ist ein Gardevoir. Das können wir ab nächste Runde tatsächlich gebrauchen. Ich meine, ob ich dem jetzt nun das gebe. Ich krieg ja leider diese Runde eh nicht den besiegt. Das heißt, es wird so bleiben hier. So. Okay. Ja, das ist tatsächlich wichtig, weil mein tosendes Gebrüll ja hier dem ein Damage macht. So, jetzt macht er maximalen Schaden 300. 300 Schaden. Ja, der hat sich gut aufgebaut, ne? Und ich habe zu lange gebraucht. Kannst du schon genauso sagen. Oh, das ist so schlimm, ne? Ey, wenn ich... Es ist wirklich immer so, ne? Wenn ich eine Deckliste habe, wo ich schon vorher ein mulmiges Gefühl habe, dann werden die Matches meistens genau so. Habe ich eine Deckliste, wo ich einfach ein hammergutes Gefühl habe, dann habe ich meistens Pech und verliere trotzdem. Aber im Endeffekt läuft es eh darauf hinaus, dass ich verliere. Nein, Quatsch, so schlimm ist es auch nicht. Ne? Es gibt auch ein paar Matches, die ich gewinne. Aber trotzdem ist es hier... Tut das hier gerade einfach nur weh, wisst ihr? So, it hurts. I hurt myself today. Mal Karten ziehen. Ach, guck mal, da ist die technische Maschine Entwicklung. Das ist aber schön. Eigentlich brauchen wir ein Ödengefäß, ne? Aber wir brauchen auch eigentlich komplett andere Karten. Das ist eine Psychoenergie. Wir brauchen aber auch immer noch ein anderes Pokémon, was wir reinlegen können. Aber wir kriegen es nicht! Doch, da. Sing Halleluja. Aber noch ein Boss. Können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, das Ding da zu besiegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben nämlich ja dadurch, dass wir nur... Ah ne, wir haben ein bisschen mehr Energie.
Problem ist trotzdem, dass. Anna, für wie viel war das nochmal? 30. Das sind jetzt also 30, 60. Ach nee, für jede Schadensmarke. 30, 60. Dann sind das 120, 180, 180, 240, ne? Eine brauchen wir noch. Dann sind es jetzt 300. Aber das Ding ist, er kriegt dann auch trotzdem zwei Preiskarten. Das ist halt der Nachteil am Umhang, ne? Und dadurch, dass er schon so viel vorbereitet hat, ist das halt auch übel. Wo ist eigentlich mein anderes Galadladi, mit dem ich mir Karten raussuchen kann? Aber das Ding ist, ich habe eh bloß einen Boss. Das wäre ja auch zu schön, wenn er mit dem Damage ein bisschen weniger bleibt. 90. So, und das Ding ist ja, jetzt werde ich ja keinen. Jetzt machen wir ein bisschen Handkarten weniger, ne? Überall können wir ablegen. Da ist ein Konterfänger. Da ist ein Konterfänger. Das ist ja ziemlich praktisch. Der muss weg. So, gleiches Spiel nochmal. Zwei, vier, sechs, acht. Und dann machen wir 300 Schaden. Obwohl ich eigentlich auch düsig bin. Eigentlich könnte ich den ja auch mit dem Mimikma. Egal, wir gucken mal. Wir ziehen trotzdem noch mal weiter Karten. Ich glaube, einmal erlauben kann ich mir das noch. Und Heldenmantel. Ich weiß halt nicht mehr, was wir im Deck haben, ne? Aber Heldenmantel könnte für Gardevoir wichtig werden. Aber besiegen wir den jetzt erstmal. Buff. So. Wen nimmt er jetzt? Das Dodri. Er muss erstmal Karten ziehen. Darf man auch nicht unterschätzen hier das Mimikma. Das kann auch noch mal jemanden besiegen. Die Dodris sind ja schon relativ schwach hier gerade. Das ist übrigens das Galadladi, ne? Aber ob wir das jetzt noch brauchen? Wir können den Heldenmantel, können wir das Gardevoir geben. Und ihm dann ein bisschen Schaden machen.
So, okay. Gadi, dann komm mal rein. Das ist praktisch, dass wir da noch eine Psychoenergie gezogen haben. Dann müssen wir nicht ganz so viel Schadensmarken rauflegen, ne? Und dann könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ich spiele noch einen Enigmara. Der darf keine Karten haben. Noch ein Gardevoir. So, Futures nehmen wir doch gerne. 410. Und jetzt Psycho-Umarmung. Und dann 1 und 2. So, und dann bin ich fertig. Und jetzt ist halt die Frage, ne? Frage ist, hat er noch eine Psychoenergie, um mit dem anderen Dodi anzugreifen? Oder Doppelturbo und irgendwie das Hisui zu Roak? Weiß ich nicht, ob er daran kommt. Enigmara ist gerade hier der Game Changer gewesen, ne? Würde ich mal behaupten. So. Und natürlich auch hier Boss und Konterfänger und so. Also auch ein paar andere Sachen, ganz klar. So. Jetzt hast du alt gemacht. Oder hast du noch ein Dodri? Tja, was tut er? Tut er noch was oder nicht? Oder gewinnen wir das Spiel tatsächlich mit einer Preiskarte und fünf Karten noch im Deck? Er überlegt und er überlegt. Aber er weset nicht. Das sieht gut für mich aus, Leute. Wenn man so lange überlegt, dann weiß man meistens nicht mehr, was man machen soll. Guck mal hier, das sind alle vier Zoroarks. Zwei Fauster. Ja. Und damit haben wir gewonnen. Okay. Ich gebe zu, hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir das hier noch gewinnen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und hoffe, ja, dass euch das gefällt. Schaut, wie gesagt, in die Deckbeschreibung mit rein. Und dann sehen wir uns morgen nochmal damit. Ciao, ciao.